Hallo meine Lieben, ich begrüße ganz herzlich zu einem neuen Vlog von uns. Ja, diesmal alleine, die Mama ist zu Hause. Ich bin jetzt unterwegs zum Baumarkt, denn heute möchte ich mal unseren Vorraum renovieren, denn die Hunde haben den Vorraum ein bisschen, ja, in Besitz genommen. Die Türen sind ein bisschen kaputt, die Wände sind ein bisschen angeknabbert bzw. schmutzig. Ich bin jetzt schon zu Hause und ich möchte noch kurz zeigen, was ich beim Vetter gekauft habe. Also, die Sophie. Ja, du warst nicht dabei, aber du bist auch ein Star, ja. Oh mein Gott. Ja, also, ich habe mal eine Wandfarbe gekauft, ein Kübel mit 10 Kilo, also 10 Liter. Dann so eine Tasse für Lackfarbe. Ich werde mal die ganze Türstöckchen ausmalen. Den Darm habe ich schon ausgebessert, der wurde von den Hunden angeknabbert. Dann habe ich mir so einen Schleifschwamm gekauft. Den stelle ich diese Rolle auch. Dann habe ich zwei Türen gekauft. Einmal für Badezimmer und einmal für Laras Schlafzimmer. Denn den ursprüngliche schaut dann so aus. Wer war das? Wer war das? Aha. Also ihr wart das, das weiß ich. Du hast nur assistiert, gell? Du hast nur zugeschaut. Hast du mir gesagt, hey, pass auf, Papa kommt, versteckt euch. Aber man muss auch dazu sagen, es hatte schon ein Loch, weil die Kinder haben es kaputt gemacht. Die Hunde haben eigentlich dort, wo das Loch war, weißt du, die anderen Türen haben sie nicht angeknabbert. Nur dort, wo sie das Loch gefunden haben, haben sie weitergemacht. Aber da zum Beispiel, wo ich ausgebessert habe, da war sie. Da war die Lucy. Ja, weißt du, wenn das ist wie beim Baby, wenn das Zahnfleisch rauskommt, dann juckt das Zahnfleisch. Der Philipp knabbert auch alles an. Aha. Eine Dose Lackfarbe habe ich auch noch gekauft, der kostet 15 Euro. Das geht sich sicher aus, das bleibt sogar noch was übrig. Und was ich noch gekauft habe, aber nicht beim Vetter, sondern beim Hofer. Ich habe noch zwei Lampen, also Deckenlampe, gekauft. Der schaut nämlich ausgepackt so aus. Also die alten haben so ausgeschaut. Ja, den habe ich schon abgebaut. Schaut so aus mit einem... Energiesparlampe. Das Licht ist wirklich sparsam auch. Und wir haben jetzt LED gekauft, die sind wesentlich besser. Von Lebensdauer weiß ich nicht, wie lange die überleben werden. Aber bei dem ist immer der Vorteil, wenn die Lampe kaputt ist, kannst du immer austauschen. Bei dem, wenn es kaputt ist, glaube ich, muss man die ganze Lampen austauschen. So meine Lieben, wie ihr seht, ich habe mich umgezogen. In der Zwischenzeit haben wir die Lara schon von der Schule abgeholt. Die Mama ist kurz im Erdgeschoss runtergegangen. Sie kocht jetzt etwas fürs Mittagessen. Ja, da muss irgendwo dort sein. Wo dort? Ganz unten? In unser Lager, ja. Nein, hier. Da ist nicht. Das sind nur gehackte Tomaten. Die Paschete sind im Schrank oben. Immer noch? Ja. Die Mama kennt sie da in meinem Lagersystem. In Unordnung gemacht. In Unordnung herrscht die Ordnung. Und ich komme jetzt zu einer Arbeit, die ich nicht so gerne mache, und zwar anpicken. Ja, ich werde die Schränke jetzt nicht mehr abbauen. Ich werde es nur alles anpicken, dass ich nicht mit Farbe schmutzig mache. Denn alles abzubauen, das dauert mal viel zu lang. Und wir werden sowieso entweder heuer oder nächstes Jahr mal den Boden komplett rausnehmen und erneuern. Und dann machen wir den ganzen Vorraum komplett. Entschuldigung, danke. Machen Sie kurz Platz, bitte. Ich muss da die Blatt anbieten. Ja.
Ich muss da was machen. Soll ich in Brasil machen? Was hat die Lucy da? Okay. Hast du Lust zum Spielen oder was? Ich glaube nicht. Lust schon, oder? Lust schon. Komm, du hattest mit dem Mund hier und die Zähne nach oben, ja? Also, da willst du ja nicht. Aha. Du willst nur kaputt machen, aber der Ball nicht. Meine Ramschlade. Oh. Wie traurig. Oh. Wo passt alles wieder rein? Im Müll bitte. Habt ihr auch sowas zu Hause? Fällt nicht in dieses Format, aber bestimmt auch, oder? Ich habe heute ein Hackfleisch-Risotto gemacht im Thermomix. Das Fleisch ist wieder das Vachierte. Dankeschön, Lara. Der Philipp ist schon hier. Papa ist jetzt auch schon hier. Es schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Mhm. Oder? Der Philipp muss da aufstehen. Wieso schmeißt du diese Plastikflasche zu mir? Also er will die Flasche. Gut, ja? Ich hab hier Wasser reingeschenkt. Was denn mit der Mangale? Bitte, das ist hässlich. Das kommt ganz weg. What? Sag mal, dann nimm mal. Gibt es denn gerade ein Papa? Ja. Ja. Was? Der spürt durchs Feld nicht mehr. Lieber. Ja, das ist schon... Also der Spiegel, das will ich nicht bekommen. Das ist zu schön. Na, nicht weghauen, aber... Bebe, bitte, du hast keine Ahnung von sowas. Wieso habe ich keine Ahnung? Wie meinst du denn? Ja, du hast keine Ahnung, aber schön ausschaut, dass ich schön ausschaut. Natürlich habe ich eine Ahnung. Nein. Hallo? Und was würdest du da gerne haben? Ein Spiegel mit seinen dünnen, schwarzen Rahmen oder so. Schaut sicher wohl stylisch aus. Ich kann das schwarz machen. Nein! Mann, du bist so nervig! Was ist bitte an das nicht schön? Das ist schon ein Wahnsinn. Ja. Wie kann diese Lampe nicht schön sein? Bitte, war wahnsinniger. Also, es ist soweit alles angepickt und jetzt fange ich mal alles zu schleifen an. Das ist mal Holzreparatur-Spachtelmasse und die ist jetzt gehärtet. Und jetzt muss ich schleifen, weil sonst hat er eine komische Form. Ne? Die Schränke werde ich auch jetzt mal abdecken, nicht mit Papier, sondern mit Frischhaltefolie, geht schneller. Und ja, es ist eigentlich kreativ, also sowas sieht man nicht sehr oft. Also, zack, perfekt. Perfekt.
Oh mein Gott, schaut euch das an, der Papa ist fertig. Also so fast fertig. Er hat auf jeden Fall ausgemacht. Hast du hier noch gefilmt? Hab schon gefilmt, ja. Ja, richtig toll. Also richtig schön weiß wieder. Und dieses neue Licht. Schau mal, so gehört Licht. Nicht so wie bei den anderen. Das war richtig, richtig gelb. Man hat nichts erkannt. Energiesparlampe mit wirklich sparsames Licht. Richtig sparsames Licht. Auf jeden Fall, so schaut's aus. Ein paar Fliegen haben wir jetzt auch im Haus. Weil der Papa die Türen offen lässt. Ja, das war ja Luftfeuchtigkeit brutal. 3000. Jetzt kommt der Spiegel zurück ran. Alles hat er schon wieder montiert. Also diese Garderobe. Sehr gut. Wow. Spiegel hängt auch wieder. Das Einzige, was noch gemacht gehört, ist die Türen getauscht. Ja, ich habe noch Spachtelmasse. Morgen werde ich zumachen. Nein, also die Türstöcke gehören noch lackiert. Und ja, die Türen ausgetauscht. Aus. Wie Holz. So? Gerade. Greifmasse. Beschliffen habe ich auch. Passt. Cool. Und hier kommt übrigens was Neues her. Ihr wisst ja, diese Diskussion, habt ihr vielleicht mitbekommen, hier war mal so ein Spiegel, der hat mir nicht gefallen. Also nicht mehr gefallen, hat ein bisschen altmodisch ausgeschaut. Und dieser Schrank hier, der war ein bisschen kaputt. Der ist jetzt weg, der kommt dann zum Müll, oder? Und hier kommt ein neuer Spiegel. Ein neues Spiegel. Oder? Das Licht ist weg. Wozu brauchen wir neue Spiegel? Wo brauchen wir? Die ist egal, oder? Sehr wurscht, ja. Das ist nicht so wichtig. Ich glaube, es war umgekehrt, aber ist egal. Das schaut so auch schön aus. Ja. Nee, riech ein wenig männlich. Ja, danke für die Information. Wenn die Hunde jetzt das schöne Vorraum sehen, was sagen die dann? Boah, viel Platz zum Knabbern wieder. Ja, na, also sind sie ja schon groß und ausgewachsen. Ich verprügel sie. Hallo meine Lieben, zweiter Tag. Heute geht's weiter mit der Türstöcke. Der Vorraum ist schon trocken, schaut wirklich wunderschön aus, wie man sieht. Unglaublich, eine totale Veränderung. Ja, es gibt ein Gefühl von Frische. Ich liebe einfach unseren Vorraum. Jetzt schaut wirklich dementsprechend mega, mega schön aus. Da hinten haben wir den Schrank komplett abgebaut und wir werden jetzt von Ikea etwas anderes besorgen. Irgendwas, was dazu gut passt. Die Mama ist hier im Wohnzimmer. Sie arbeitet auch am Computer. Was hast du im Kopf, Mama? Ein Turban? Ja, ich habe nasse Haare. Ja. Yeah. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Ich weiß gar nicht, was der Papa als letztes gebloggt hat. Ich habe gerade letztes Mal die Türstöcke gemacht. Achso, okay. Der Papa ist auf jeden Fall jetzt fertig im Vorraum. Und wir sind jetzt noch mal kurz los, weil wir, gestern habt ihr gesehen, hat er das abgebaut, den Schrank. Und wir haben im Vorraum kein Schränkchen. Wir haben jetzt nichts, wo wir unsere... Hi. Meine Ramschlade. Ich hab die Nein. Umlagern muss. Er hat nämlich zwei Ramschladen. Er hat in der Küche auch eine. Also, das wollen wir uns nicht nochmal antun. Ja, diese Küche ist nicht so voll wie die Vorraum. Wisst ihr, da drin sind Schrauben, Muttern, alles Mögliche ist das. Das ist eine Notfallkiste, also Schublade. Er hat einfach alles reingeschmissen, was zu faul war, runterzubringen. Na, wenn ich irgendwas gebraucht habe, habe ich gewusst, zuerst in der Schublade suchen. Da hat eh niemand was gefunden. Wir haben jetzt einen Gutschein da drinnen gefunden. Oh, schau, wir haben doch noch einen Gutschein. Ich habe auf jeden Fall bei Pinterest irgendwas gesehen. Sowas will ich, aber das will der Papa wieder nicht. Wir sind immer so. Und dann, irgendwann machst du es dann doch so wie ich, weil du weißt, ich habe... Ich erspare mir die. Und dann sagst du... Die Gezicke. Das die Gezicke. Es heißt übrigens das Gezicke. Das Gezicke. Und so... Der Papa schaut aus dem Fenster und... Ja, ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Das ist raufgeklettert. Aber bitte schon, wunderschön. Stefan, das wäre unser Garten. Wo würden die Hunde überall pudeln? Überall. Lara, es ist fertig. Darf ein paar. Philipp ist sättlich bei mir. Was machst du? Das ganze Osterdeko und jeder Christen. Na, wir haben auf jeden Fall schon mal was gefunden. Und zwar diesen Ding hier. Das sieht auch schön aus, oder? Ja, sieht schön aus. Und willst du dann auch Limonade hier im Vorraum servieren? Oder wie schaut's aus? Nicht, die Kinder. Ich zieh nur im Vorraum. Fix. Schlecht wäre es
Ich denke mir nur gerade, was tun wir da unten rein und? Der Sophie. Lucy, die Hunde werden sich da fix reinlegen, wenn wir da nichts haben. Und die ganze Körper wie in den Mund rausnehmen. Ja. Und sich reinlegen. Oder sie kaputt. Ich kann mir ziemlich schwer vorstellen, dass die Reinigung, also innen drinnen. Nicht so. Oder? Mit dem Lappen ja, rein. Ja, drinnen. Ja, ist halt doch doof, ja, stimmt. Ja. Lieber was Geschlossenes, gell? Nein, bitte nicht. Wenn wir dann den Schlüssel, wenn wir dann diese Lade haben, dann können wir da den Ramsch rein, den Schlüssel reingeben. Was geben wir da rein? Schlüssel. Philipp? Philipp! Tschüss. Tschüss. Hallo, unser Junge. Da, Papa, hol ihn. Hey, komm her. Na komm. Hallo, kommt ihr irgendwann mal noch? Hallo. Philipp. Wo warst du? Tschüss. Schaut mal, meine Lieben, es gibt Zitronenbäume. Wo ist die Zitrone? Hä, wo ist die? Hast du den richtigen Baum genommen? Du hast mir den gezeigt. Hä, dreh den mal. Ah, da ist er schon. So schön. Da. Ich mag nochmal riechen. Hört ihr gut? Ah, da ist auch noch eine. Ah, riecht urgut. Oh, schön. Schön, schön, schön. Am liebsten würde ich 25. Die Kerf. Philipp, nein. Ich hab das gemacht. Ja, meine Lieben, wir haben schon Tag 3, oder? Tag 3, ja. Und schaut mal, Papa hat hier gestern alles fertig hergezaubert. Da. Warte mal, man sieht's nicht. Es ist so weit hergesund. Ach. Da. Sehr schön. Und das sieht aus Plastik, nur damit ihr wisst. Ja, genau. Und wir haben uns auch einen Zitrusbaum gekauft. Ja, habt ihr gesehen, oder? Habe ich hier gezeigt. Auf jeden Fall, hier war ja mal dieser hohe, wie hat es geheißen? Schuhschrank. Der war schon ein bisschen kaputt, den mussten wir entsorgen. Und jetzt haben wir uns hier, das ist eigentlich ein Ikea-Schreibtisch. Wir überlegen jetzt die ganze Zeit, was besser ausschaut mit grünen Pflanzen. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt mal so, weil es schaut eigentlich eh auch ganz nett aus. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, welche sollen wir lassen. Oder diese. Lassen wir beide, schaut doch schön aus, oder? Ja. Na. Ja. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Laden. Ich bin mal gespannt, ob der Papa da was reinmacht. Was hast du vor? Was planst du? Was planst du? Ich lass die Option noch offen. Ah, gut. Schauen wir mal. Ist sicher bald wieder. Wir können hier vielleicht so Handschuhe oder Mützen hergeben. Ja, oder meine Schrauben und so. Ja. Also. Schaut sehr schön aus. Also unser Vorraum ist wirklich wunderschön geworden. Die Türen sind, warte, wo ist die angeknabberte Tür? Die Türen sind schön. Wobei, da muss noch so ein Ding her. Was ist das? Wie heißt das, was da her muss? Aber ich kann das Schlüssel. Ja, die Abdeckung fehlt. Wieder schön ausgemalt und hier, hier war die Tür auch kaputt, genau. Haben wir auch ausgetauscht. Kühler ist bereit, wir haben mich schon ein bisschen Boden gewaschen, ich habe schon ein bisschen das Badezimmer geputzt heute. Und jetzt ist noch Vorraum dran, aber wir wollten euch auf jeden Fall noch das fertige Endergebnis zeigen. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch Coronavirus wiedersehen wollt, bitte nicht schreiben, ich habe keinen Bock mehr. Aber vielleicht habt ihr jetzt Inspo bekommen, selber ein bisschen auszumalen. Also, ja. Und danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bye.